Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play The Legend of Zelda Breath of the Wild. Im letzten Part haben wir schon wieder das aktuelle Gebiet, in dem wir eigentlich uns mal umgucken wollen, verlassen, um einen weiteren Schrein machen zu können, und zwar den Kenui-Schrein. Und in diesem Part haben wir eventuell genau dasselbe vor, denn wir haben uns schon wieder hier in Gelb einen weiteren Schrein markiert und wir wollen in diesem Part jetzt nämlich noch das Nefla-Hochland und auch den Naboru-Berg erkunden. Und dann ist ja wieder mal dieser Schrein hier da ziemlich in der Nähe davon, der ist zwar auch wieder eigentlich nicht im aktuellen Gebiet, so irgendwie, aber er ist da ganz, ganz in der Nähe davon. Deswegen eventuell werden wir den dann sogar in diesem Part uns auch angucken. Mal schauen. So, jetzt erstmal mich dann, genau, diesen Weg, ich bin ein bisschen falsch, diesen Weg hier beim Nefla-Hochland nach unten. Und im besten Fall können wir das gleich wieder alles schon im Flug erkunden. Das wäre auf jeden Fall wieder ganz cool, wenn mir das halbwegs gelingen würde. Leider ist gerade die Sicht relativ schlecht, wieder mal wegen dem blöden Schnee. Aber wenn er dann gleich aufhören würde, wenn wir hier weiter nach unten kommen, dann wäre das eine sehr schöne Sache. Wenn wir dann eben hier wieder mal, wie gesagt, beim nach unten fliegen gleich alles entdecken könnten. Genau, weil hier vorne geht er jetzt dann das Nefla-Hochland so ein bisschen los, genau. Und da werden wir dann gleich einfach dann, das war knapp, wir werden dann gleich einfach nach unten fliegen und gucken, was wir dann hier so alles entdecken können. Okay. Ja, die Schneeverwehungen hören auch schon so ein bisschen auf und ich kann ein bisschen mehr erkennen. Das ist ganz gut. Und dann gucken wir jetzt wie hier wieder mal, ob wir hier irgendwas dann Tolles, Auffälliges entdecken können. Während wir hier so entlang fliegen. Es sind auf jeden Fall einige Felsen und teilweise auch Ruinen oder sowas. Ja, das sind eher Ruinenstücke hier, genau. Die hier auf dem Boden liegen. Aber ansonsten kann ich hier nicht arg viel entdecken. Ich meine, das sind ja auch keine Ivaroks oder sowas. Aber der sieht ein bisschen auffällig aus. Aber das ist auch nur ein Ruinenstück, oder? Das Ding hier. Oder ist es überhaupt ein... Oder das ist doch ein Felsen? Es kann doch einfach ein Felsen sein. Hallo, du. Könnte doch einfach ein Felsen auch sein, keine Ahnung. Aber so oder so, ich glaube jetzt mal, bei denen allen dürfte nicht arg viel gewesen sein. Und dann haben wir jetzt dann doch schon eben im Flug gleich relativ viel hier vom Nefla-Hochland dann gleich sehen können. Wenn ich hier nach unten gehe, dann komme ich wieder zum Dalethwald sogar zurück. Das ist dann der hier unten, genau. Okay. Aber trotzdem muss ich da auch zumindest so ein bisschen gucken, weil hier oben bin ich ja auch zuvor noch nie gewesen. Und hier könnte auf jeden Fall auch etwas sein, hier auf der Ebene. Das ist halt jetzt wieder das Problem, was ich schon so häufig angesprochen habe, dass wir jetzt eigentlich diesen kompletten Weg hier bis zum Dalethwald wieder nach unten gehen müssten. Weil da durchaus noch irgendwie Sachen sein könnten, aber ich kann da unmöglich an jeder einzelnen Stelle dann wieder vom höchsten Punkt aus von dem Berg dann nach unten fliegen, um da auch wirklich dann die Gewissheit zu haben, dass wir auch definitiv alles mitgenommen haben. Das kann ich ja wirklich kaum hinkriegen. Und dementsprechend könnte es dann da ein bisschen schwierig werden, aber mal gucken, werden wir schon halbwegs hinkriegen. Hoffe ich zumindest. So. Und hier vorne, da, okay, das ist immer noch, das zählt immer noch alles hier als Nefla-Hochland, wo ich gerade hier bin. Aber hier ist dann eine etwas größere Ebene und hier könnte eher etwas sein, zum Beispiel Steinkreise. Okay. Aber wieder mal etwas kompliziertere Steinkreise, wie es scheint. Und übrigens wieder die nervigsten Gegner aller Zeiten. Wollen mich nerven, ja. Master Schwert habe ich gerade nicht. Dann nimm mal kurz hier den Mondsäbel. So, hallo du. Bam. Und bam. Nein, hab mich doch nicht... Mann, ey. Ach, die sind so nervig, ey. Hab ich doch nicht erwischt. Komm schon jetzt. Auf zu nerven. Komm her. Komm her jetzt. Ich habe leider überhaupt keine Reichweite mit dem Ding. Warum kann der mich eigentlich durch Darok Schimmel durchtreffen? Danke. Okay. Ja, es ist, glaube ich, echt nicht so klug, gegen so Elektroflederbeißer mit so einer Waffe zu kämpfen, die so eine niedrige Reichweite hat. Das sollte man schon eher eine hohe Reichweite haben, habe ich den Eindruck. Na gut, okay. Auf jeden Fall wieder mal eben etwas kompliziertere Steinkreise, die wir uns hier angucken können. Mal kurz gucken, wo hier etwas... Ach nee, den haben wir schon. What? Ach so, ah ja, genau, stimmt. Stimmt, den haben wir schon. Ja, das macht Sinn. Weil ich habe ja so ungefähr hier noch vom alten Gebiet, von dem hier. Hier ungefähr habe ich ja meine Erkundung von dem Gebiet gestartet. Und ich bin ja dann hier so schnurstracks zum Turm hingelaufen, der dann hier eben war. Und auf dem Weg haben wir ja schon diesen Croc hier mitnehmen können. Das ist schon ein paar Parts her. Okay, alles klar. Und deswegen haben wir den eben schon gefunden. Okay. Da hinten sehe ich übrigens auch einen Schrein. Wo ist denn der? Der ist ganz woanders. Der ist auch wiederum hier, okay. Ich habe ja schon tausende Schreine markieren können. Ich mache mal auch hier ein Schreinsymbol einfach hin. Ja. Hier ist es. Hier ganz rechts, genau. Also hier in dem Gebiet von Schloss Hyrule haben wir hier schon jetzt drei Schreine hier uns markieren können, die hier alle nur im Südwesten zu finden sind. Hier oben haben wir noch gar keine finden können. Ich meine, gut, hier ist auch Schloss Hyrule, was ziemlich groß ist. Und da in Schloss Hyrule werden jetzt wohl keine weiteren Schreine sein. Oder? Obwohl, ich meine, auszuschließen ist es nicht. Es kann schon sein, dass vielleicht in Schloss Hyrule sogar dann ein weiterer Schrein irgendwie ist oder so. Das kann schon auch sein. Keine Ahnung. Es wäre auf jeden Fall interessant. So, und das ist der Schrein da unten, den wir uns schon per Gelb markiert haben. Und zu dem wollen wir dann am besten eigentlich in dem Part vielleicht vorbeigucken. Mal schauen, ob wir da wirklich dann hingehen werden.
Und da ist gerade eine Sternschnuppe, glaube ich, irgendwo runtergefallen, habe ich gesehen, oder? Aber ich will mir die, glaube ich, eh nicht unbedingt holen. Aber irgendwo ist, glaube ich, gerade eine runtergefallen. Naja, egal. Auf jeden Fall gehe ich dann mal jetzt hier weiter nach unten. Wow, was ist das da? Wow. Das sieht sehr, sehr interessant aus. Was ist das denn? Okay. Da würde ich gerne hingehen wollen. Weil das sieht ja wirklich höchst interessant aus. Vor allem, das ist auch in unserem aktuellen Gebiet sogar. Also ich gehe da sogar gar nicht mal außerhalb des Weges. Und deswegen will ich mir das auf jeden Fall dann angucken. Aber erst will ich hier wieder kurz ein bisschen in Schlangenlinien entlang laufen. Dass wir hier auch wirklich alles sehen können. Genau da hinten war dann dieser eine Baum. In der Nähe von der einen coolen Erinnerung. Das ist. Nee, was, das ist der Schrein, den wir uns gerade eben markiert haben, oder? Oder ist es wieder ein anderer? Ne, ist der von gerade eben. Okay. Hätte sein können, dass wieder ein anderer gewesen wäre. Wäre schon dem Gebiet da vorne zuzutrauen, weil wir da ja schon echt einige jetzt gesehen haben. Einige Schreine. Aber es war dann doch derselbe. Okay. Hier ist ein Schrein in der Nähe, genau, nämlich der gelbe, ist mir schon klar. Aber ich will auf jeden Fall jetzt dann eben gleich wissen, was es denn mit dieser komischen Bodenplatte auf sich hat, die wir da haben sehen können. Vor allem, da standen auch viele, viele Fackeln drumherum. Und das sah wirklich höchst interessant aus. Das sah auch wirklich ganz anders aus als alles andere, was wir bisher in dem Spiel schon gesehen haben. Deswegen kann ich das auch gar nicht zuordnen und weiß nicht, was das darstellen soll. Es sind sogar mehrere hintereinander. Die erste Mal, okay, irgendwie ist das Spawnverhalten hier sehr komisch von den Dingern. Akoronen sind hier. Okay. Ja, ich gehe mal kurz zu denen hin. Also entweder ist hier ein Minispiel oder ein Schreinrätsel oder eine Nebenquest oder sonst irgendwas, aber irgendwas ist hier. Auf jeden Fall. Okay. Nicht aufgeben. Hua, durchhalten. Okay, irgendeine Quest auf jeden Fall. Voll Macho. Was? Und beugen und strecken. Das hier ist unsere altehrwürdige Abhärtungsarena. Hier lassen wir drei Brüder unseren Ausdauerhärtetest stattfinden. Hier brennt die Luft. Wir wollen noch härter werden. Deswegen schauen wir, wer von uns die größte Hitze aushält. Dass ein Grone so schwitzen kann. Obwohl wir Gronen sind, vertragen wir Hitze nicht besonders. Was? Hä, das stimmt doch gar nicht. Natürlich vertragt ihr Hitze. Ihr könnt doch sogar in Lava rumlaufen und so. Wir wollten mal eine andere Hitze als die in Goronia ausprobieren. Daher sind wir zum Abhärten hier hingekommen. Ach so, okay, das meinst du. Ja gut, das stimmt. Ich meine, Goronen haben halt kein Problem mit Feuer, aber mit Wüstenhitze haben sie eher Probleme. Ja gut, das macht Sinn, das stimmt. Was ist mit dir? Mach mit! Bei unserem Ausdauerhärtetest. Das ist wahrscheinlich eine schlechte Idee. Ich probier's mal, ja? Starke Antwort. Ein Kerl wie du ist ein ganzer Kerl. Wenn du soweit bist, kletter in die Arena. Dann kann der Ausdauerhärtetest losgehen. Ausdauerhärtetest. Ach doch, das ist ein Schreinrätsel sogar. Okay. Dann los. Ja, es ist sehr, sehr heiß hier. Okay. Wenn du aus der Arena kletterst, wegfliegst oder gar schlapp machst, dann verlierst du. Und jetzt legen wir los. Ausdauerhärtetest. Okay. Hier ist es extrem heiß, genau. Und wir verlieren jetzt wahrscheinlich dann Herzen gleich. Oder werde ich sogar ohnmächtig vielleicht? Wie Link schaut. Sehr gut. Mich würde interessieren, ob ich. Vielleicht werde ich wirklich ohnmächtig. Ne, ich verliere einfach Herzen. Okay. Wie immer eigentlich. Gut. Ich habe leider keine Kleidung, die mich davor schützt. Ich weiß auch nicht, ob es Kleidung gibt, die mich davor schützen kann. Was ist denn, wenn ich mich eigentlich komplett ausziehe? Bin ich dann davor gewappnet? Das will ich mal kurz testen. Ne, ist immer noch heiß. Ja, Link schaut irgendwie etwas bekifft, ehrlich gesagt. Aber okay. Dann benutzen wir halt einfach ein bisschen was zum Essen. Ich habe ja ein bisschen was dafür. Ich nehme mal. Ich weiß nicht, reicht Level 1? Okay, ich habe eh nur Level 2 Zeug, das ist ja auch gut. Dann ich immer das 1230er, das dürfte ja auch ausreichen. So. Und uns geht's wieder gut. Sehr gut. So, dann ziehe ich mich wieder kurz an auch. Wieder hier mit der einfach Klettermontur, das passt schon. So. Okay. Dem wird auch schon ein bisschen schlecht irgendwie. Ich muss durchhalten. Ja, ich halte noch 12 Minuten durch, also. Ich meine. Oh, okay, das ging ziemlich schnell. Und da haben wir keine Probleme. Kann ich euch auch noch stören eigentlich? So ein bisschen. Opa, bist du das? Weil er hat seinen toten Opa gesehen. Ungefähr. Ist doch ein Klacks. Oder auch nicht. Da waren jetzt sogar die 12:30 verschwendet, ehrlich gesagt. Aber na gut, das passt schon. Aber irgendwie macht das immer noch nicht so ganz viel Sinn, finde ich. Weil ich meine, hier war jetzt Feuer in der Nähe überall. Und deswegen war es heiß, ja. Aber es ist doch wohl am Todesberg noch heißer als hier in der Wüste, oder? Weil ich meine, wenn ich in Lava reinsteige oder halt hier über Lavabrocken drüber laufe, dann wird es ja wohl mehr als meinetwegen 40, 50 Grad Celsius haben oder wie viel auch immer das in der Wüste da sein wird. Also das macht immer noch irgendwie keinen Sinn, finde ich. Aber okay. Du bist hart wie Diamant. Hätte nie gedacht, dass uns jemand schlägt.
Hiermit verleihe ich dir das Recht, dich dem Ausdauerhärtetest auf der höchsten Stufe zu stellen. Dabei haben sich früher unsere Vorfahren abgehärtet. Es erwartet dich der härteste aller Ausdauerhärtetests. Okay. Siehst du den Bereich mit den Flammen hinter mir? Dein Instinkt sagt dir, dass es eine blöde Idee ist, oder? Da würde ich sagen, du hast einen spitzenmäßigen Instinkt. Für den ultimativen Ausdauerhärtetest musst du in die Arena klettern. Diesmal legen wir noch ein paar Kohlen drauf. Jetzt geht's nicht mehr gegen Hitze, jetzt spielst du mit dem Feuer. Okay? Wenn du nicht aufpasst, gehst du in Flammen auf. Also bereite dich gut vor. Ja, das ist eher gut sogar. Das heißt, wenn man dort oben beweist, dass man abgehärtet ist, kann man sich einer Heldenprüfung stellen. Wenn du hart genug bist, dich dem ultimativen Ausdauerhärtetest zu stellen, dann kletter rauf. Ja, Moment. Was ist das? Du besitzt feuerfeste Ausrüstung? Oh. Achso. Auf solche Hilfsmittel solltest du dich nicht verlassen. Stell dich die Hitze so, wie du bist. Och man. Ja, das war nämlich eigentlich meine Idee. Darf ich das wirklich nicht? Ich meine, er hat es mir jetzt nicht so direkt verboten, nur so halb. Ich mach's einfach mal kurz. So. Und sagt er jetzt was? Was ist das? Du besitzt feuerfeste Ausrüstung? Bla bla. Okay. Ja, ich mach nochmal neu. Ist ja schon gut. So. Dann muss ich dann gleich nochmal was Neues essen. Habe ich denn überhaupt noch Feuerschutzsachen? Das habe ich vielleicht gar nicht mehr. Ah, doch, habe ich noch. Okay, habe ich noch genügend. Das ist gut. Erstmal dann kurz umziehen. Moment. Ja, ich mache mal kurz wieder einfach das Kletterzeug hier. So. Okay. Und dann kurz was für Feuerschutz. Oder ich meine, was ein bisschen blöd wäre, wäre, wenn es jetzt da oben sowohl heiß wäre, als auch Feuergefahr herrschen würde, wenn ich beides bräuchte. Aber ich glaube schon, dass ich nur Feuerschutz brauche. Und wieder mal der Blick von links, sehr schön. Wir nehmen mal das Schwächste, was ich habe. Das ist eins von den beiden, einfach das hier dann. Reicht Level 1 denn überhaupt? Oder reicht es gar nicht? Es reicht. Okay. Wenn du dort oben stehst, dann meinst du es wohl ernst. Die Regeln sind dieselben. Wenn du die Arena verlässt, wegfliegst oder gar schlapp machst, ist Schluss. Und jetzt legen wir los. Ultimative Ausdauer. Härtetest! Okay, wie lange muss ich überleben hier? Keine Ahnung. Ich meine, ich habe jetzt keine Gegner. Heißer. Machen die das jetzt wirklich immer noch heißer? Sei furchtlos. Yay, yay, ich hab Spaß. Meine Seele brennt. Ich glaube, ich muss einfach irgendwie 30 Sekunden oder sowas durchhalten und dann werden die das automatisch abbrechen. Hoffe ich zumindest mal. Weil hier jetzt dann so lange zu stehen, das wäre auch irgendwie langweilig irgendwann. Du hast Feuer. Wenigstens sagen sie mal was. Du kannst alles erreichen. Mhm, kann ich allerdings. Hui. Seelenfeuer, Brüder. Und reicht das euch? Vielleicht? Wie Lava. Immer noch nicht. Ja, ich meine, so ganz spannend ist es auch nicht, ehrlich gesagt, weil ich habe ja hier oben nichts zu tun. Es wäre irgendwie sogar cooler, finde ich, wenn die noch irgendwelche Steine zum Beispiel auf mich werfen würden oder wenn halt noch weitere Gefahren hier herrschen würden, als dass man einfach nur hier oben stehen muss. Aber es passiert schon. Ja, großartig! Was auch immer er da gerade sagen wollte. Was für ein Kerl! Was für ein Kerl! Und einfach so erscheint ein Schrein. Na gut. Das ist ziemlich witzig, weil ich meine, wir wollten ja in dem Part eigentlich einen anderen Schrein noch machen. Aber hier ist jetzt der aufgetaucht. Das heißt, wir können sogar vielleicht in dem Part 2 machen. Oder halt dann den anderen im nächsten oder so. Mal gucken. Ein Schrein, die Heldenprüfung. Also ist die Legende wahr? Du bist der Sieger der Ausdauerhärtetests. Du bist der Beste der Besten. Okay, er war jetzt eigentlich nicht so wirklich schwierig, ehrlich gesagt. Aber okay, vielen Dank für euer Lob. Was sagt ihr jetzt eigentlich noch? Hier beim Juni-Skischrein, hier brennt die Luft. Oh, wie wir hergekommen sind? Mit unserem eisernen Willen. Ja, das stimmt, das ist eine gute Frage eigentlich. Und beugen und strecken. Du hast wahre Härte bewiesen und den Ausdauer-Härtetest und die Schneidklippen gemeistert. Die Schneidklippen auch, stimmt, ja. Demnächst habe ich an den Klippen eine neue Herausforderung für dich. Ach, echt? Ach, du bist du derselbe wie der Schneidklippentyp? Echt jetzt? Hm. Er hat eine neue Herausforderung. Meint er das jetzt wirklich so? Oder meint er einfach nur die schwierige Variante, die wir ja eh schon kennen? Hm. Du bist wirklich ein Vorbild, Bruder. Jetzt habe ich den Mut, mich ebenfalls den Schneidklippen zu stellen. Morgen vielleicht. Okay, der ist eher ein bisschen der Angsthase noch, der hier. Okay. Ich werde da mal dran denken. Und dann mal demnächst irgendwann mal wieder zu den Schneidklippen zurückgehen. Vielleicht sogar einfach nach dem Schrein hier direkt. Weil es war ja oben drauf auf den Schneidklippen, ist ja ein Schrein. Deswegen, ich komme da sehr, sehr leicht hin, indem ich mich halt hinwarpe. Hm. Das können wir vielleicht machen. Ich habe eher die Vermutung, dass der das jetzt einfach nur so dahingesagt hat. Und er mit der neuen Herausforderung halt dann... Und wieder ein Rätselschrein, cool. Und er mit der neuen Herausforderung halt dann
die Expertenrunde meint oder so. Aber ich weiß nicht genau, keine Ahnung. Okay, wieder eine Apparatur. Mhm. Und das freut mich, weil wir haben echt in letzter Zeit fast gar keine Geschenkenschreine mehr. Das finde ich echt cool. Obwohl natürlich... Okay, wieder irgendwas mit Elektro. Obwohl natürlich trotzdem wir immer einige Schreinrätsel lösen. Es kommen wirklich so ziemlich gar keine Geschenken mehr. Und das finde ich echt cool. Und das ist sogar nicht mal das einzige Rätsel. Danach geht es noch weiter mit anderen Rätseln. Da vorne ist noch nicht das Ziel. Also ich freue mich. So. Ich darf wieder mal hier kippen. Ja. Mach mal so. Okay, ich muss anscheinend einfach den richtigen finden. Hier so. Ja, machen wir mal kurz zurück. Achso, ah ne, okay, ich muss nicht den richtigen finden. Okay, ich muss einfach alle von denen irgendwann mal treffen. Und die behalten dann ihre elektrische Ladung. Und dann noch den. Und das waren alle, oder? Okay. Dö-dö-dö-düm. Gut, alles klar. Also nicht ganz so schwierig, aber es war jetzt auch das erste Rätsel. Und ich erwarte, dass die nächsten hier in diesem Schrein jetzt dann schon schwieriger werden. Und ja, das sieht schon um einiges schwieriger aus, was ich hier alles machen muss. Ach, guck mal, hier habe ich jetzt... Okay, also ich darf auch wieder den Würfel steuern, aber aus dem Würfel kommt diesmal Wind raus. Und mit dem Wind muss ich dann es irgendwie schaffen, alle Windräder gleichzeitig zu treffen. Ah, ich habe schon verstanden. Ah, das ist cool. Okay, ja, das ist cool. Ich weiß schon genau, was ich machen will. Ich will nämlich zuerst mal die Metallkiste hier bewegen, oder ich will erst mal gucken, ob hier Truhen sind, für die ich dann die Metallkiste vielleicht brauche. Das kann nämlich sein, bevor ich die dann an den richtigen Ort hinstelle. Ja, da nehme ich zum Beispiel. Da hinten glaube ich nicht mehr. Komme ich da jetzt auch anders hin? Komme ich da von hier aus hin? Weil ich meine, die Metallkiste bringt mir nämlich jetzt hier, um zur Truhe hinzukommen, auch nicht wirklich viel. Ach so, nee. Ach so, nee, dann weiß ich doch nicht, wie das Rätsel geht. Ich dachte, ich wüsste schon, wie es geht, aber ich weiß noch nicht. Erstmal, ja, okay. Aber kriege ich dann doch schon noch hin. Aber von hier aus bringt es mir ja nichts. Komme ich da jetzt einfach so rüber? Hä? Okay, gerade so. keine Ahnung, ob das so geplant war, aber wir haben es geschafft und finden hier einen Gerudo-Zweihänder mit sogar 40, aber ein Zweihänder mit 40 ist auch nicht so gut eigentlich. Aber ich werfe mal den Mondsäbel weg, weil den haben wir jetzt schon häufiger mal benutzt und der ist eh nicht so gut. Der kann mal weg dann. Und dann nehmen wir halt hier den Gerudo-Zweihänder dann mit. So. Nee, ich habe doch verstanden, wie das Rätsel geht. Ah, das ist echt cool gemacht. Doch, das gefällt mir, das Rätsel. Ich glaube, ich habe es jetzt verstanden. Okay. Also erstmal nochmal zum Rekapitulieren. Was ist eigentlich die einzige Truhe hier? Nein, da kommt noch eine weitere dran. Okay. Zum Rekapitulieren, was müssen wir jetzt eigentlich hier machen? Ich meine, wir haben natürlich offensichtlicherweise hier diesen Block mit den Windrädern. Und wir haben hier 4 Windräder, die wir wahrscheinlich gleichzeitig alle aktivieren wollen. Das Problem ist aber, dass 2 von den Windrädern nicht die richtige Höhe haben. Nämlich das hier und das hier. Und wir haben aber nur eine Metallkiste, um dann die Schalter zu aktivieren, sodass die Plattformen nach oben gehen. Zum Beispiel eben halt so. Aber, so, aber die andere Plattform geht nicht nach oben. Aber es ist nicht so schlimm, weil, ja, ich will es nämlich anders machen. Ich will den Metallblock hier nach rechts stellen. Weil wir können ja zuerst dann gleich die Apparatur richtig ausrichten. So, die Apparatur richtig ausrichten. Und wenn sie richtig ausgerichtet ist, nämlich... Ah, nee, ich kann doch alle gleichzeitig erwischen. Wie habe ich das gemacht? Ja, nee, kann ich nicht. Ich meine, ich kann noch so ein bisschen kippen, aber die kann ich nicht. Weil ich nämlich den rechts oben nicht treffe. Das passt schon. Okay, ich muss schon das richtig machen. Ich will es auf jeden Fall eben so machen. Und dann anhalten. Genau. Und jetzt mich selber auf den anderen Schalter stellen. Dann habe ich alle aktiviert. Und wir dürfen weiter. Okay. Das war ein sehr cooles Rätsel. Das hat mir sehr gefallen. Vor allem, weil ich eben zuerst dachte, dass halt hier diese Plattform, dass sie keinen entsprechenden Schalter... Ich habe es immer noch nicht gelöst. Scheiße. Weil das Gitter bleibt nicht für immer auf. Huh. Okay. Ja, das siehst du mal. Ich dachte, ich hätte es gelöst. So viel dazu. Habe ich immer noch nicht. Huh. Okay. Ich brauche noch irgendein anderes Objekt hier. Ich brauche noch einen anderen Metallblock. Oder warte mal, ist vielleicht die Truhe? Ist die metallisch? Das wäre natürlich ganz cool. Nee, ist sie nicht. Achso, doch, stimmt, es gibt ja eine andere Möglichkeit. Boah, das ist echt tricky. Also ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich auch so gewollt ist, wie ich es hier nochmal mache. Ich sag das so häufig in den Schreinen, ich weiß. Weil das ist wirklich ziemlich schwierig, finde ich, da drauf zu kommen. Weil erstmal muss man eben auf einen von den Schaltern den Block stellen, dann das richtig drehen, dann sich selber draufstellen. Und dann braucht man auch noch, nehme ich jetzt einfach mal so an, Stasis, um den Schalter dann da unten auch zu lassen. Und dann kommt man da nämlich rechtzeitig hin. Ist das wirklich so gewollt? Weil das ist nämlich wirklich sehr, 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 sehr tricky, finde ich. Aber deswegen finde ich es auch cool. Also es ist ein richtig geniales Rätsel. Was ist, wenn ich das Windrad anhalte? Das macht keinen Sinn. Weil das soll sich, im Prinzip soll sie es ja drehen und nicht anhalten. Deswegen macht schon so mehr Sinn. Okay. Ja, aber so oder so, das ist ein richtig, richtig, richtig cooles Rätsel gewesen. Ich habe es vielleicht auch falsch verstanden. Aber so wie es ich gemacht habe, war es echt voll cool, finde ich. Okay.
So, und noch mehr Rätselzeug. Okay. Das sieht auch nicht ganz einfach aus. Ich habe schon ungefähr verstanden, was ich machen will. Aber noch nicht ganz. Was macht der hier? Der lässt die Plattform runter. Das ist ganz cool. Aber er bleibt wieder mal nicht. Das dachte ich mir schon. Okay, habe ich hier wieder. Ist hier dann das Ziel? Ja. Habe ich hier wieder irgendwo ein Objekt, das ich benutzen kann? Aber ist die Truhe hier metallisch? Nicht Stasis. Metall will, oder Magneten will ich. Ist sie. Das ist einiges wert. Weil ich dann nämlich die Truhe sinnvoll benutzen kann. Okay, das werde ich dann noch machen. Und dann habe ich schon deutlich mehr Chancen. Okay, ich will erstmal versuchen, zur Truhe hinzukommen, ohne einen Feuerpfeil zu benutzen, weil das ist ja langweilig. Weil es muss auch ohne irgendwie gehen, weil im Prinzip ging es immer ohne Feuerpfeile. Und es muss auch hier irgendwie gehen. Ich weiß nur noch nicht wie. Vor allem, warum ist denn eigentlich da ein zweites Loch? Warum kommt da nur eine Laterne da raus? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Achso, du bist auch Magnet. Okay, ich kann es einfach so machen. Moment. Okay, gut. Zur Truhe ist schon mal hingekommen. Ist schon mal ganz gut. So. Und herkommen. Dort finden wir eine Gerudo-Lanze. Habe ich die überhaupt schon mal bekommen? Keine Ahnung. Viele Gerudo-Kriegerinnen schätzen diese Lanze. Die schwere Spitze macht die Handhabung schwierig, aber die großgewachsene Gerudo oder großgewachsenen Gerudo haben kein Problem damit. Ja, ich will die auch mal mitnehmen. Die ist sogar dann eigentlich besser als der Zweihänder, würde ich sagen. Weil Zweihänder mit 40 ist jetzt nicht so gut, finde ich eigentlich. Aber dafür eine Lanze mit 26 ist ziemlich gut, deswegen nehme ich dann gerne mit. Und ich will vor allem auch kurz ein Foto machen. Weil ich glaube, ich habe die nämlich noch nie gesehen, oder? Oder vielleicht auch doch, ich weiß nicht genau. Nee, genau, habe ich noch nie gesehen. Sehr gut. Okay. So. Mann, okay, nochmal kurze Pose gemacht. Anders dann alle tun hier. Ja, gut. So, jetzt dann zum Rätsel. Also ich möchte die Truhe ganz gerne auf den Schalter stellen, weil die dürfte hoffentlich schwer genug sein. Ist eigentlich so eine Waffe auch schwer genug? Das will ich mal kurz testen. Ich glaube nicht. Warte mal. Nein. Doch. Ach so, okay. Dann hätte man sich auch das Rätsel da hinten, hätte man auch anders lösen können, indem man nämlich eine eigene Waffe hergibt. Weil die dann nämlich schwer genug ist. Das ist sehr, sehr interessant. Aber ich mach's mal trotzdem mit der Truhe. Ich weiß auch nicht, ob es mit der Truhe gedacht ist, ehrlich gesagt. Aber ich meine, ich mach's mal so. So. Okay. Und kann ich denn nicht auch das andere mit Stasis anhalten? Das geht doch, oder? Genau, es geht. Okay, dann kann ich das komplette Wasser hier wegmachen. Und jetzt einfach schnell sein. Während wir gerade gar kein Wasser mehr hier im Weg haben. Hallo, ich treffe doch. What? Warum geht das nicht Feuer nicht an? Hä? Warum ging das Feuer nicht an? Ich habe doch voll getroffen. Nochmal. Moment. Kann ich jetzt bitte treffen? Okay, die muss einfach ein bisschen da drüber sein. Okay. Und mach mal kurz so, dass da keine rechts ist. Okay. Mal kurz, wo ist der B-Knopf? Keine Ahnung. Ich halte gerade wieder meinen Controller auf dem Kopf. Okay. So. Und jetzt nochmal dann gleich schnell sein, noch die anderen beiden anzünden und dann haben wir es geschafft. Okay. So, das ist auch eine sehr interessante Lösungsmethode, die ich hier anwende. Schnell. Geh an. Hallo. Ich muss wieder kurz ein bisschen was wegmachen hier. Mach mal hier. Nein. Okay. Nochmal kurz anhalten. Moment. Da war der B-Knopf, ja. Ich meine, an sich kann man das Rätsel auch lösen, indem man beide Wasserfontänen einfach da lässt. Das dürfte, glaube ich, schon. Nein, nicht anhalten. Das dürfte, glaube ich, schon auch gehen. Da muss man halt sehr geschickt sein. Aber ich glaube, es funktioniert an sich auch. Okay, es passt. Ich glaube, es funktioniert an sich auch, wenn beide Wasserfontänen noch oben sind und auch beide laufen und funktionieren. Geht das jetzt aus wieder? Ne, genau. Weil. Und das da unten auch nicht, okay. Weil da muss man schon relativ genau reinziehen. Weil hier können wir jetzt sehen, die sind sehr, sehr nah am Wasser dran. Aber trotzdem gehen sie nicht aus, die Flammen. Und deswegen, es geht schon auch so, indem man noch beide Fontänen da lässt. Aber das ist ja langweilig, weil man hat hier halt coole Möglichkeiten, das anders hinzukriegen, nämlich mit dem Schalter hier und mit Stasis. Und deswegen ist es echt ziemlich cool gemacht, finde ich. Also der Schrein, der hat mir richtig, richtig, richtig gut gefallen. Echt cool. Okay. Und als Belohnung kriegen wir, wer hätte es gedacht, ein Zeichen der Bewährung. Und eine Vollheilung. Vielen Dank. Gut. Ja, dann schaffen wir den anderen Schrein auf jeden Fall in dem Part nicht mehr, weil der jetzt dann doch noch ein bisschen gedauert hat, dieser hier, weil der auch echt nicht einfach war, finde ich, von den Rätseln her. Aber die waren auch echt cool und haben echt Spaß gemacht. Vor allem das zweite und das dritte. Das erste war auch schon ganz cool, aber vor allem das zweite und das dritte, vor allem das zweite eigentlich. Das war wirklich richtig cool, das zweite. Das hat mir voll gefallen. Und dementsprechend echt ein richtig cooler Schrein.
Und beim nächsten Mal kommt dann eben noch wahrscheinlich der andere. Oder vielleicht werde ich auch den doch nicht machen, weil ich doch eben. Jetzt sind die auch weg übrigens. Ah, die sind noch da, da hinten sind sie. Aber irgendwie verschwinden die echt manchmal aus komischen Gründen. Vor allem auch nur manche von denen. Nur der mittlere häufig auch nur. Irgendwie. Oder? Ah, keine Ahnung, egal. Ich bin mir noch gar nicht ganz sicher, ob wir dann beim nächsten Mal eben noch diesen Schrein da, den gelben, machen wollen. Das sehen wir dann schon noch. Aber jetzt will ich, wenn ich schon gerade dran denke, will ich dann wirklich mal kurz mich zu den Schneidklippen warten. Denn wenn er das schon gesagt hat, wo sind die? Hier sind sie, genau. Wenn er das schon gesagt hat, dann kann das ja vielleicht sein, dass wir jetzt da wirklich nochmal eine neue Herausforderung machen können. Es ist durchaus auch denkbar, dass er einfach halt eben, wie gesagt, wieder nochmal von der Expertenrunde sprach. Und dass er das eben als weitere neue Herausforderung, als neue Runde in den Sch oder bei den Schneidklippen eben meinte. Das kann schon auch durchaus sein, keine Ahnung. Aber vielleicht gibt es ja dann über Experte noch die Meisterrunde oder so, keine Ahnung. Und ich will mal da kurz nachgucken, ob wir dann da eben nochmal was machen können hier. So. Mit wem muss ich nochmal sprechen? Mit dem hier oder mit dem unteren? Oder geht's mit beiden? Und Beugen und Schrecken. Genau, das ist wieder derselbe. Das ist auch wieder der Barkett oder Paket oder sowas, keine Ahnung. Wir haben den Schneid, ja. So. Ne, es gibt nur normal und extrem. Also nichts Neues dann. Mal extrem. Ne, ich will aber nicht. Okay. Also dann doch nichts Neues. Und der hat Blödsinn erzählt. Weil wir eben die extreme Herausforderung schon kannten und dass deswegen keine neue Herausforderung für uns gab, wie er es eigentlich sagte. Aber okay. Das habe ich mir eigentlich schon gedacht, wie gesagt, aber es hätte ja doch durchaus sein können. Ich meine, an sich kriegt man ja bei den Minispielen eh nie irgendwas Besonderes ungefähr. Aber trotzdem will ich halt die Minispiele schon immer alle spielen. Und halt auch. Am besten immer halt in der höchsten Schwierigkeitsstufe auch immer schaffen. Und deswegen wollte ich halt das noch kurz überprüfen, aber war nichts mehr. Aber ist ja nicht schlimm, weil wir können dann gleich wieder hier zurückwarten. Also haben wir jetzt nicht arg viel Zeit verloren. Das passt schon. Okay. Gut. Dann steht uns jetzt noch der Gerudo, oder nicht Gerudeberg, der Naboru-Berg bevor. So hieß er doch, glaube ich. Der hier, genau. Den ich mir dann jetzt noch ein bisschen angucken will. Und wie gesagt, alles hier unten in der Schlucht. Oh, der Schatten rastet hier völlig aus. Was zum Teufel? Alles hier unten in der Schlucht, das kommt dann erstmal später. Es sieht alles wirklich sehr interessant aus. Und da, das ist dann, glaube ich, eben der Turm von der Gerudo-Büste. Das lassen wir erstmal. Weil ich dann erstmal jetzt, wie gesagt, hier alles andere halt mir angucken will. Hier in der Gerudo-Hochebene. So, hier klettern wir kurz nach oben. Das schaffen wir auch ohne Rivalisturm locker, ohne Probleme zu haben. So, da haben wir noch voll viele Ausdauer dann sogar übrig. Ja, sogar noch mehr als eine Ausdauerleiste komplett, also kein Problem. So, kann ich jetzt hier oben noch irgendwas entdecken? Das ist durchaus denkbar, dass hier oben noch vielleicht auch ein Zwischenboss oder sowas ist. Hier würde sich wieder ein Ivarok ganz gut machen. Aber mal gucken. Genau, da hinten ist dann eben das vergessene Plateau. Also jetzt sind wir dann wieder am Anfang, so ein bisschen zurückgekehrt. Wir sind ja hier. Ja, hier ist auch noch ein Schrein, übrigens. Das ist dann. Das ist der hier einfach, genau. Den können wir sogar auch machen, weil der ist auch verdammt nah an uns dran. Der ist sogar fast noch näher als der andere. Als der gelbe, zu dem wir jetzt dann gleich hingehen wollen. Ehrlich gesagt. Aber eigentlich möchte ich alle Schreine, die hier im finalen Gebiet, sag ich jetzt mal, sind, die möchte ich eigentlich eher sein lassen, weil ich die dann eben nochmal halt alle extra spielen will. Will ja auch wirklich halt dann das Finale machen und nicht jetzt schon. Das ist mir eigentlich dann lieber. Deswegen lass ich das dann wirklich erstmal, denke ich. Okay. So. Aber ansonsten habe ich hier erstmal jetzt auf dem Naboru-Berg bisher noch nicht arg viel finden können. Aber das kann sich ja vielleicht noch ändern. Vielleicht ist er gleich hier vorne, wo ich auch am besten wieder einfach nach unten fliegen werde. Und dann wieder im Flug schon alles Mögliche mitnehmen will. Hier unten vielleicht noch so ein bisschen. Ich kann mal kurz hier schon mal nach unten fliegen. Und schauen, ob hier schon irgendwas war. Hier auf dem Weg. Aber das sehe ich auf jeden Fall nichts da vorne. Und hier in diese Richtung sehe ich auch nicht wirklich viel. Ehrlich gesagt. Also Aqui scheint hier dann hier an dieser Spitze nicht mehr zu sein. Vielleicht können wir ganz an der Spitze vom Naboru-Berg dann noch eine Croc finden oder so. Bist du ein Ivarok? Doch, du bist einer, tatsächlich, okay. Siehst du mal. So, wo ist denn dein Schwachpunkt, mein Lieber? Wieder ganz hinten, oder wie? Ernsthaft jetzt? Warum haben die eigentlich in letzter Zeit alle so nervige Schwachpunkte, die blöden Ivaroks? Kann man es einer von euch verraten? Der ist wieder hinten in der Mitte. Also genau die schlechteste Stelle überhaupt. Toll. Ach Mensch, nimm mal kurz Mastersperr wieder. Ja, halt, hier. Okay. So, dann gleich, wenn er sich wieder neue Arme holt, welchen kurz treffen. So. Nein, nee, ich wollte gar keine Feuerpfeile benutzen, aber das passt schon. Das ist auch in Ordnung. Ich hab eh mehr Feuerpfeile als normale. Deswegen ist das schon in Ordnung. So. Und dann gleich treffen von hier aus. So irgendwie. Ja, okay, ich stehe drauf, aber ich habe jetzt leider sehr viel Zeit damit verbringen müssen, um überhaupt drauf zu kommen. Deswegen habe ich jetzt weniger Zeit gehabt, um ihn dann wirklich zu treffen. Aber ich darf gleich nochmal drauf. Okay, cool. Vielen Dank. So. Nein, wieder runter. Ach man, das ist so nervig, wenn der da hinten hat. Der ist so dumm und nervig einfach nur. Nein. Lass dich treffen jetzt. Bam. Okay, sehr schön. Wieder ein Treffer. Gut.
Jetzt muss ich halt nochmal so eine schöne Reihe von Treffern einfach hinkriegen, während ich drauf stehe. So, zum Beispiel genau, jetzt nicht runterfahren. Nein, warum hat er sich jetzt gedreht? Mann, ey. Aber er fällt schon wieder um. Also irgendwie fällt er ziemlich häufig um. Das ist immerhin ganz gut. Wieder drauf. Vorsichtig, okay. Wir sind wieder drauf. Und hör doch auf, dich immer zu drehen, du Idiot. Ich meine, wenigstens fällt er immer um. Aber mir wäre es trotzdem sogar lieber, wenn er mal ein bisschen ruhig bleiben würde, dass ich ihn gut treffen kann. So. Jetzt aber dann gleich. Die Kamera rastet auch aus irgendwie. Jetzt stirb halt bitte. Okay, gleich ist er tot. So, Moment, nochmal einmal hoch. Und noch einmal treffen. Und bam. Okay. Yay. So. Und da ist ein bisschen besseres Zeug dabei, sehe ich schon. Mhm. Hier zum Beispiel Topaz, also Bernstein. Hier noch ein Leuchtstein. Das Wichtigste habe ich gerade schon ausgelassen. Hier ein Opal, hier ein Leuchtstein. Dann hier noch ein Leuchtstein. Und natürlich hier ein Diamant. Yay. Sehr schön. Okay, dann war es doch eine ganz gute Ausbeute eigentlich. Auch wenn der Kampf wieder so ein bisschen nervig war, weil er halt eben den Schwachpunkt wieder an der denkbar ungünstigsten Stelle hatte. Aber hat sich schon trotzdem irgendwie aushalten lassen. So, da hinten ist er dann. Der in Geld markierte Schrein. Den wir dann beim nächsten Mal eben wahrscheinlich dann noch spielen wollen. Ich will noch kurz gucken, ob hier noch irgendwas anderes jetzt auch ist. Ich will eigentlich natürlich den Rest gar nicht unbedingt erkunden, ne? Weil ich ja nur wieder direkt zum Schrein hingehen will und nichts anderes eigentlich erstmal machen will. Weil wir halt diesen Weg da unten dann noch später entlang gehen werden. Hier ist dann auch ein Lager. Diesen Weg da unten werden wir eben noch später mal entlang gehen. Deswegen aktuell müssen wir da eigentlich dann nicht wirklich hin und da irgendwas anderes machen. Ich kann vielleicht auf dem Weg kurz bei dem Baum hier vorbeigucken, ob ich da irgendwas finden kann oder so. Keine Ahnung. Aber ansonsten machen wir dann wahrscheinlich einfach nur den Schrein oder ansonsten nichts anderes. Okay. Aber ich würde erstmal sagen, Leute, das war's dann hier für diesen Part von Let's Play Legend of Zelda Breath of the Wild. Beim nächsten Mal, wie gesagt, dann dieser Schrein hier unten, also gleich der nächste. Also in den letzten paar Parts hatten wir echt in jedem einzelnen Part immer einen Schrein. Ah, hier ist eine Truhe, die habe ich gar nicht gesehen. Hatten wir immer einen Schrein und wir haben da echt immer viele coole Schreine auch machen können. Da war, glaube ich, in den letzten paar Parts auch kein einziger Geschenker dabei. Es waren immer coole Rätsel- oder auch Kraftprobenschreine. Und vor allem coole Rätselschreine waren auch dabei. Den lasse ich mal. Und deswegen war doch echt cool bisher, finde ich. Auf jeden Fall. Ich werde ihn noch nach unten schieben. Einfach, weil ich es kann. Kann ich das? Doch, kann ich. Tschüss. Arrivederci. Okay. Beim nächsten Mal eben, wie gesagt, halt der Schrein hier und dann auch noch mehr von den Gerudo-Hochebenen, wenn wir dann schon noch alles sehen. Ich will den Schrein im Bild haben. Hier so. Wunderschön. Gut. Auf jeden Fall würde ich mich dann auch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen. Und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Okay. Also dann, Leute. Bis zum nächsten Mal. Ciao.